Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. In der letzten Folge haben wir Cortex platt gemacht, oder? Ja, ist schon ein bisschen her. Und ja, ich war fleißig hier auf Screen. Ich habe, ich sag's halt mal so, ich habe 25 Kristalle, ja, da wissen wir schon. Ich habe 25 Edelsteine, ich habe die farbigen, Relikte habe ich auch alle gemacht. Also, ich habe von jeder hier Relikte jetzt geholt. Sehr schön, ne? Nur so vier immer. Es gibt auch Platin. Es gab auch Gold, habe ich auch gefunden hier. Ja, vom Platin wird allerdings nichts angezeigt. Ich glaube, Platin habe ich nur in der allerletzten Level. Ja, keine Ahnung wieso. So, die farbigen Kristalle. Ich habe jetzt nur die ganzen Edelsteine geholt, die irgendwie damit zusammenhingen, dass ich alle Kisten kaputt machen musste. Also ich habe jetzt keinen Gold, der irgendwie so versteckt war oder so, zum Beispiel hier. Und ja, ich würde mal sagen, bevor wir, also haben wir schon, das hatte ich glaube ich auch noch nicht freigeschaltet, ne? Das war, nachdem ich hier eine bestimmte Anzahl an Relikte bekommen habe, erschienen. Und da sind die Sequence Level alle drin. Yay! So, Frage ist, soll ich die jetzt machen? Oder soll ich die später machen? Ich würde mal hier erstmal alles abhangen. Hier war, glaube ich, noch was. Ja. Ich meine, da habe ich auch irgendwie so ein Teleport-Ding gesehen. Oder musste man dafür irgendwie, weiß ich nicht, ein Kristall haben, ein Edelstein. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal die Secret-Level alle. Und dann gucken wir mal. Sehr schön. Habe ich das schon mal gezeigt überhaupt? Ich weiß nicht. So, ach ja, die leben. 77, ja. Ich habe nicht so viele Probleme mit den meisten Relikten und ich habe ja auch nie Leben verloren. Weil, war ich da nicht schon? Okay. So, hier kriegt man den gelben Edelstein zum Beispiel. Ich würde ja als erstes mal hier reingehen. Weil den gelben Edelstein hätte ich schon gerne. Ja, wegen den Relikt-Herausforderungen habe ich fast nie Leben verloren. Weil während der Relikt-Herausforderung verliert man kein Leben. Was ein bisschen einfach gemacht hat. So, stimmt, man sei ja im Hintergrund. Geil, meine Güte, die da hinten. Das muss man ein bisschen leiser machen. Stimmt, den gelben Edelstein hat man ja gesehen im Hintergrund. Deswegen, ja, hier habe ich auch. Weg mit euch. Gelbe Edelstein, den hat man ja im Hintergrund gesehen. Der muss also irgendwo hier sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nur so kurz ist. Das ist eine ganze Level hier. Ja, Quatsch hier. So. Hi, na. Wow, der bewegt sogar dahin, wo ich mich hin bewege. Oh Mann, was? Knapp. Hätte vielleicht mit der Bazooka wegballern können, aber muss eigentlich alles hier immer mit Waffengewalt enden. Oh, da ist auch schon Bams. Da war ich auch raus. Einer. Das bin ich in der offiziellen Level, ne? Hab ich auch gut, wenn ich irgendwas bekommen hätte. So, fehlt mir noch nicht nur einer. War relativ kurz, egal, wir haben den gelben Edelstein, nicht schlecht. Würde die anderen auch noch gerne bekommen, die farbigen. Wenn es geht. So, haben wir jetzt hier alles. Ja. Hang 'em high, erledigt. Gelber Edelstein. Bams, tanzen. Oh. Dup. Okay, war ja eine relativ kurze Level eigentlich. Da fehlt hier noch was. Weil es ist jetzt ja nicht mehr so schwer. Die waren verdammt schwer, eine Relikt zu bekommen. Ja, ich könnte ja mal da reingehen. Aber ich mache erstmal den ersten Warp-Punkt komplett fertig. Wir haben jetzt 81%, müssen wir haben. Ja. Sehr schön. Ich guck mal, ob ich hier das bekomme. Weil das Einzige, was man ja machen müsste, ist entweder nicht brecken und bis zum Teleporter kommen. Plattform. Oder... Weiß nicht.
bestimmt Edelstein kommen. So, dann machen wir mal. Ich mache das mal vielleicht langsamer. So schwer ist das ja sowieso nicht und ich bin auch nicht in Eile. Einfach mal nicht brecken, da wird schon gehen. Ich meine, ich bin auch schon mal vorbeigelaufen während der Relikt-Herausforderung. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe ein, zwei Plattformen irgendwie während den Relikt-Herausforderungen gesehen. Da bin ich natürlich nicht reingegangen, weil da will ich euch ja nicht vorenthalten. So, wir haben immer mehr Leben an. Einfach nicht brecken. So, jetzt sowieso nicht mehr. Oder nicht. Ich finde die Rennfähigkeit so geil. Ist so simpel, ne? So, das ist rote, okay. Dann gehen wir mal da rein. Wir müssen einfach nur das Ende erreichen, nehme ich an. Ein Wegrennlevel. Oh, ein Checkpoint, das ist ja sogar noch besser. Dann müssen wir einfach nur das Ende erreichen, dann kriegen wir einen Edelstein, so wie im zweiten Teil, ne? So, geh weg. Wann konnte man den roten Edelstein bekommen, um herauszufinden, wie schwer es hier sein könnte? Ja. Ah, ja, einmal gerannt, direkt verbrannt. Ja, das ist gereimt, geil. Das hat Projekt werden. Was mache ich eigentlich für Space? Ah. Checkpoint. Jawohl. Okay, wenn ihr Checkpoints sind, dann ist das ja relativ easy. Bestimmt noch irgendwas, wo ich so backtracken muss, ne? Wo ich keine Ahnung alle Kisten sammeln muss und dann irgendwie den ganzen Weg noch mal zurückrennen muss. Wegen Crash Bandicoot 2. Aber so was kam es jetzt noch nicht, glaube ich. Doch, ich glaube einmal. So gegen Ende in so eine dunkle Level. Meine Güte. Checkpoint oder Ende, bitte. Danke. Bams. Und tschüss. Oh, finde ich schön, wenn in einem Part so viel gelingt. Mein Gott, das Projekt wird so kurz. Ich mir viel schwieriger vorgestellt, viel länger. Und wieder tanzen. Ich hoffe nur, ich brauche nicht für jede Level irgendwie Gold oder Platin, weil das finde ich ein bisschen unmöglich, weil ich bin schon in jeder Level so schnell wie möglich durchgerast und ja, das haben wir ja komplett fertig. Okay, ist damit abgeschlossen. Dingens Strich, stell so vor, wie ich so abgehakt habe irgendwo auf einer Liste. So, ich kann nur mal anmerken, die sind verdammt schwer, aber man muss erster werden und sich fast keinen Fehler erlauben. So, gehen wir hier rein. Tomb Time, ich habe vergessen, die Levelnamen zu erwähnen. Ah. Alles klar. Hier brauchen wir alle Kisten und da Bonus-Dingen. Wird ja lustig. Ich muss meine Musik wieder lauter machen. Keine Ahnung. Einigen Level ist halt voll laut und ist dann schon wieder voll leise, habe ich so gefühlt. Na, Klick-Klack oder Tick-Tack. Wie auch immer, wie von Krokodil von Hookies im Peter Pan. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so eine Level, die man durch eine Bonus-Stage bekommen konnte. Oh Gott. Das ist wahrscheinlich so, ne? Also, die man in den Special Warp Room hier betreten musste, weil sonst bin ich hier vollkommen umsonst wahrscheinlich. Ach man. Kein Bock, so eine Hektik gerade. Boink. Na, da könnte ich sogar jetzt mit einem Doppelsprung, glaube ich. Ja. Sehr schön. Wumpa, 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 wumpa. Boink. Exzellent. Ich tue echt noch die Lebensgrenze erreichen.
Dann so an den zweiten Teil zurück. Ich kann immer nur so Referenzen auf die ersten Teile machen, wo ich mich nicht so gut angestellt habe. Ich auch schon gehört habe, aber die sieht halt so einfach aus. Keine Ahnung. Liegt entweder daran, weil ich das Spiel sehr viel öfter gespielt habe als die anderen beiden Teile in meiner Kindheit. Da war ich endlich mit Analog spielen kann. Was? Okay. Ma. Ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass da irgendwo eine Plattform ist oder so. Weil wenn man dann nicht verrecken darf, dann habe ich das schon vermasselt. Ich habe mich aber nicht gesehen, wie ich dich nicht getroffen habe. Ich fand schon, dass ich dich irgendwie getroffen habe und du mich nicht. Oh. So, da links war, glaube ich. Hopp. So. Habe ich den? Ich weiß auch gar nicht. Nein. Oder kriegt man den da? Nein, ne? Sonderbar. Okay, hier bin ich schon mal umsonst gewesen. Ja. Ja, muss ja mal sein. Arg. Ich nehme an, da sind noch die restlichen Kisten drin, weil ich habe da mal alles abgegrast und nicht alle Kisten bekommen. Also muss das ja da sein. So, ich brauche den wieder in den Schein. Wo kriegt man den her? So, zweite Level haben wir, zweite Welt haben wir mehr oder weniger auch abgeschlossen. Jetzt sind schon wieder zwei. Dass ich muss alle Kisten und irgendwie eine Plattform da erledigen. Irgendwas Spezielles wieder. Ich liebe sie. So, die Viecher schaffen es irgendwie, mich andauernd zu treffen. Das habe ich gemerkt. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher. Weil die von beiden ab. Auch schon alles abgesucht und nicht alle Dinger bekommen. Nämlich auch hier. Weiß ich, Porter-Teil, aber so wird einer zur Verfügung gestellt. Also warum dann nicht? Ja, hier, Drehung. Also sogar stärker als Drehung. So, das ist der gelbe, okay. Oh, zum Glück haben wir ihn gerade geholt. So. Zum Teil nur dahin lang geflogen. So, wenn ich mich nicht bewege, dann komme ich trotzdem näher. Sack. Ich von hier aus treffen. Mal, ich habe doch einen Doppelschwung gemacht. Warte mich den ganzen Weg wieder, ne? Nee. Okay. Ja, ich kann also oft versuchen, wie ich will. Ist auch gut. Wenn die nicht verrecken, ist ja schon mal nicht so. Wieder versucht mich da so zu greifen. Probleme? Aber ich meinte eigentlich, ich habe gerade einen Doppelsprung gemacht, aber nein. So. Na gut ist, ich glaube, die meisten Edelsteine, die mir noch fehlen, sind alles so Jump-and-Run-Level. Nicht irgendwie so. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das von Koko hier nennt. Hier, so Hoverbike oder irgendwie sowas. Oder so Motorrad. Also, alles sowas ist das nicht. Was? Soll ich das nicht krieg, ne? Ich denke, ich bin ungeduldig und versuche das hier irgendwie so zu drehen. Was? Okay, dann so. Checkpoint, wenn es geht, aber ich beinahe reingefallen, Mann. So, mach keinen Blödsinn jetzt. War sehr gut. Oh nein! Oh, das ist eine Kiste, Babs! Verdammt. Ich mach der Angewohnheit, Kisten kaputt zu machen. War.
solche Level hier blind zu machen. Nicht schön. Ich werde wohl hoffentlich noch mal in die Level rein katapultiert. Ich muss ja noch Dingens haben. Ich hoffe ja nicht, dass ich zweimal. Man könnte meinen, man dürfte nicht sterben, wenn ich irgendwie in die Lava reintrete und dann irgendwie direkt ins Wasser reinkomme. Aber nein, ist hier leider nicht so, weil ich ein bisschen doof bin. Nein. Verdammt. Die Soundeffekte sind immer noch so leise, ich verstehe es nicht. Boah, jedes Mal, wenn ich irgendwo rüberspringe, ist da direkt so ein Kack Gras. Mann. Oh, Edelstein, so. Jetzt muss ich irgendwie zur Level zurück. Oh, hi, na? Warte mal. Was? Okay. Was ich hab denn gemacht? Ich kann auch so einen Sprung auch einen Doppelsprung machen? Okay. Da wusste ich jetzt nicht. Geil. Leben. Danke. Nimm mich an. So, bitte, jetzt lass mich da genau davor wieder raus. Das ist nicht genau davor. Ma. Ja, mag ich ja. Bin definitiv nicht. Da sind schon mal zwei Kisten. Sag doch, irgendwann mit Backtracken kommt doch sowieso wieder. Irgendwann. Doch vorsichtig. Ja, da ist noch ganz viel. Und bleibt zwar schon am Ende des Levels. Was tust du denn da? Vorsichtig, 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 ganz vorsichtig, Mann. Ja, meine Chance. Oh, hi, na? Oh, das ist ein Checkpoint, geil. Wir sind fast am Ende wieder gelandet. Habe ich den ganzen Weg hier nochmal? Oh nein. Dino. Das ist mir, glaube ich, noch nie. Oh, hi. Hallo, Dino Nummer 2. Ist nicht so gut wie Dino Nummer 1, aber trotzdem. Was? Hier geblieben? Mann, warum ist denn das so weit? Ja, schon mal jemanden so direkt. Okay, hier ist das Ding wieder. Kann ich da wieder drauf? Ich möchte nicht herausfinden. So, jetzt einfach nur hier durch erstmal. Würde mich auch ein bisschen sicherer fühlen, wenn ich so Akku habe. Aber nein. Oh, wer hat die Wumperfrucht da liegen lassen, Mann? Brauche ich doch. Ich habe fast keine Leben. So. Am liebsten wäre mir jetzt ein Checkpoint so. In naher Zukunft. Mich da keine Ansprüche und so stellen, ne? Aber ich weiß, dass da gleich noch so eine Dinosaurier-Verfolgungsszene kommt. Und davor muss ja ein Checkpoint kommen. Na. Jetzt müsste ja eigentlich ein Checkpoint kommen, ne? Und da ist noch ein Bonus-Ding. Okay, geil. Ja, da war er schon, ich habe ihn gesehen. So, ich nehme an, ich habe keinen verpasst, oder? Da wäre jetzt richtig doof. Hoffentlich nicht. Okay, 25. Ja, das sieht schon gut aus. Und ich.
Oh, Bauchklatsche hätte ich nicht gedacht. Und das kriegt man ja nicht kaputt. Stich sowieso nicht. Man hätte auch irgendwie von Anfang an nicht diesen super Bauchklatscher haben können, sondern normalen. Da finde ich irgendwie doof gemacht in dem Spiel. Man bekommt den super Bauchklatscher, aber davor findet man noch keine einzige Kiste, die so kaputt zu machen sind. Das heißt, theoretisch hätte man halt mit dem normalen Bauchklatscher auch kaputt machen können. Man wird es ja nie herausfinden. Man kommt ja nicht zu dem Punkt mit dem normalen. Man muss ja automatisch den super bekommen. 7 Dinger noch. Wenn ich irgendeine verpasst habe, ne? Ja, das sind alle. Oh mein Gott. Oh, sehr gut. Ich dachte, ich habe die verfehlt. Hey, 2 Stück. Geil. Schon nie gesehen. Boah, 21 Minuten, das ist aber lang. Ja, wir haben, glaube ich, 4 Edelsteine haben wir hier rausgeholt, ne? Geil. Edelstein. Bams. Nochmal Edelstein. Bams. Jetzt tanzt er 2-mal. Nein, Quatsch. Ah, sehr schön. Ja, das ist nochmal ein geiles Ende. Ich sagen, ich bin dem Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. Ich bleibe mich alles fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.